Jo, schönen guten Morgen wünsche ich euch. Hallo, hallo. So, neuer Tag, neues Glück. Heute ist Samstag. Hab gerade mein Töchterchen zur Arbeit gefahren. Mache mich jetzt gerade mal auf den Weg in die Werkstatt. Ich will nämlich heute meinen Fußboden einmal so ein bisschen machen. Folgendes, ich habe nämlich bis jetzt nur Folie unten auf dem Fußboden. Ich habe die Werkstatt angemietet mit Grube. Und man kann doch so vorsichtig sein, wie es geht, aber irgendwie, man kleckert ja doch trotzdem noch daneben. Und das möchte ich unterbinden. Seit einem Jahr habe ich jetzt das Holz schon liegen. Ja, das heißt heute erstmal den alten dicken Audi raus, die Motorräder raus, damit ich dann da mal einmal durchsaugen kann. Und wenn ich dann durchgesaugt habe, dann schmeiße ich die alte Folie wahrscheinlich raus, neue Folie rein, damit ich ein bisschen Bodenschutz habe oder Überbodenschutz, weil die liegt ja oben drauf. Und dann kommt das Holz. Ich habe mir da günstige USB-Platten besorgt. Ja, das ist so der heutige Plan. Ich denke mal heute nochmal, morgen nochmal. Folgendes, ich habe da, das brennt mir eigentlich schon seit Tagen so ein bisschen auf der Seele. Ja, wir müssen uns ja nun nichts vormachen. Wir wissen ja ganz genau, wie die Situation jetzt ist, hier mit Corona und allem drum und dran und mit Moors zu Hause bleiben. Leute, tut euch den Gefallen, macht es wirklich. Vermeidet auch die Gruppenbildung, wie auch immer. Und ja, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn wir eine Ausgangssperre haben sollten. Ich halte mich auch da dran. Ich treffe mich auch mit meinen Moped-Kumpels nicht. Und ja, es fehlt mir, klar, logisch. Aber ja, ich muss ganz ehrlich, muss ich mal hinzusagen, die ganzen selbsternannten Promis und Doku-Stars hier mit Jeremy Pascal und Jacqueline Chaco, Wacko, Bacco und hast du nicht gesehen, die gehen mir unheimlich auf den Keks. Ich möchte jetzt nicht negativ sein, um Gottes Willen, aber die denken Wunder, was sie sind. Das sind keine Promis, das sind irgendwelche dahergelaufenen, Entschuldigung für diesen Ausdruck, aber andere Leute, die über den Fernsehsender bezahlt werden und nur groß rauskommen möchten in der Zeit, aber groß rumtönen von wegen, die sollen alle mit dem Arsch zu Hause bleiben. Ehrlich, die Leute, die Marktwirtschaft immer noch im Schwung halten, das heißt Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, Ärzte, Verkäuferinnen, Apotheken etc., tralala, alle Leute, die mit anderen Leuten in Kontakt sind und jeden Tag der Gefahr sich aussetzen, infiziert zu werden, das sind die wahren Helden. Meine Frau arbeitet selber in der ambulanten Pflege, ich auch, zwar nicht in der Pflege, aber ich habe auch jeden Tag Kundenumgang mit Menschen, ich fahre Lebensmittel aus, ich halte auch die Marktwirtschaft am Laufen, ich zähle mich nicht zum Promi, aber so alle anderen, das sind für mich die wahren Promis und die wahren Helden, die jeden Tag der Gefahr laufen, sich anstecken zu können. Und nicht irgendwelche Musikstars oder die Großraumfamilie da, ja, ihr müsst mit dem Moos zu Hause bleiben. Leute, vergiss es, das sind keine Helden. Das muss ich einfach mal so sagen. Das ist, ja, leider Gottes ist das so. Ja, was soll ich da noch großartig zu sagen? Also so langsam, es nervt. Es nervt wirklich. So. Genug des Gesülze. Ich bin jetzt gerade an der Werkstatt angekommen, also an meiner Halle hier. Ich werde mal einparken und dann schauen wir mal, was wir dann heute so bewerkstelligen können. Wie gesagt, mal den Fußboden da lang machen und dann sehen wir uns gleich. So, ich parke erstmal ein und dann sehen wir uns gleich. Alles klar. Bis gleich. Erstmal tschüssi. So, jetzt sind wir angekommen. Ich zeige euch das Ganze mal. Und zwar da hinten in der Ecke, da habe ich die USB-Platten. Oh, hier Leute, Vorsicht, aufpassen. Nicht reinfallen. ja, da sind ein paar USB-Platten. Ich habe dann, dort habe ich auch noch mal USB-Platten.
Ne, das sieht momentan alles ein bisschen wuselig aus. Das heißt, die Karre raus, die Karre da hinten raus, der Dicke hier einmal raus, ne? Und dann hier können wir schon mal den Deckel hochschmeißen, wenn wir schon dabei sind. So, das passt. So, weil Batterie habe ich gleich nochmal überbrücken. So, und zwar so sieht das Ganze aus. Das ist die Folie, die ich meinte. Ne, die ist dann unter drunter. Man muss das ja nicht unnötiger dreckig machen, wie es denn schon ist. Also von daher kann man das dann ja so ein bisschen ausgrenzen. Und zwar will ich das Ganze dann bis hinten hin machen. Da hinten hin. Ja, aber dazu dann erstmal die raus. Die darf ich ja mittlerweile auch wieder fahren, sehe ich gerade. Die, der. Ja, da dann nochmal ein bisschen verschieben. Bisschen klar Schiff hier machen und dann können wir das Ganze mal so ein Stück in Angriff nehmen. Alles klar, ich werde erstmal vorbereiten, ich werde erstmal den hier, den Kollegen raus manövrieren und dann sehen wir uns gleich. So Leute, jetzt zeige ich euch mal, was ich gemeint habe. So, einmal den kleinen Fuhrpark raus. Ne, einmal die dahin. Einmal Yogi seine Reifen, die will er heute noch machen. Und hier bin ich jetzt gerade, das ist das, was ich meinte, mit der Folie. Hier wird jetzt mal ein bisschen ausgesaugt, damit ich den Boden einigermaßen schief wieder hinkriege. Und dann kann ich hier nämlich schön das Holz drauf verarbeiten. So, den Dicken können wir da draußen jetzt einmal ausmachen. Den habe ich jetzt angeschmissen, nur um ihn mal ein bisschen laufen zu lassen. Das sieht alles gut aus. Das ist doch fabelhaft. So, einmal rein hier in die Höhle. Temperatur hat er. Hier sieht alles im grünen Bereich aus. Bremsen will ich komplett noch machen, weil er steht jetzt die ganze Zeit. Die sind ein bisschen gammelig, wie man sieht. So. Ja. Mein kleiner Uli hier. Mein alter Opa. Das war mein allererster Audi. Den habe ich von, ja, Schwiegervater. Ich hatte nämlich vor einen T4 gefahren und der war so ein bisschen rattelig ranzig. Und ja, der war nachher auf und dann habe ich gesagt, Mensch, ich habe mal Bock auf einen Audi, einen Kombi. Und Schwiegervater hatte den dann gefunden in Bornhöved beim Händler. Ja, gesagt, getan, hin, geguckt, hat gepasst. Zylinderkopfdichtung war gemacht. Entschuldigung. Zahnriemen war gemacht. Das war das Wichtige eigentlich für mich. 2 Jahre gefahren. Er sagte dann gleich zu mir, Mensch, wenn du Glück hast, hält er noch 2 Jahre. Aber ansonsten, dann kann er weg. Oh, hier mal ausmachen. Ja, ich habe ihn dann doch ein paar Jährchen länger gefahren. Ich meine, ich musste auch viel dran machen. Ja, das ist so jetzt mein Digger. Gut. Also, nichtsdestotrotz geht das jetzt erstmal weiter. Mit drin aussaugen und dann schauen wir mal. Da haben wir noch ein bisschen was vor. Noch spielt das Wetter mit. Soll ja nicht anfangen zu regnen. So sieht das Ganze aus. So. So Leute, ich werde dann einmal meine Hausarbeit nachgehen. Wenn ich das nicht mache, macht es ja sonst keiner. Und dann okay.
Nee, das nützt ja nichts. So Leute, jetzt demonstriere ich euch mal, wie ich das jetzt gemeint habe. Ich habe hier die alte Folie habe ich jetzt noch verwendet. Die habe ich drunter gepackt. Ich habe eine neue Folie dahin getan. So, gehen wir mal wieder da rein. So, und jetzt kommt halt eben die zweite Platte daneben und da an der Seite, da stückeln wir dann ein bisschen, weil ich nicht ganz hinkomme. Aber somit habe ich zumindest eine schöne Auflagefläche. Ich hole mal die zweite Platte, schnips euch mal hier rein und dann könnt ihr mal zugucken, wie ich das denn gemeint habe. Könnt ihr es euch vorstellen, weil das finde ich dann ein bisschen schöner. So, ich richte euch einmal aus. So, jetzt geht's los. Jetzt hol ich die zwei. Wenn ich die USB-Platte so reinschiebe, kann da nichts mehr verrutschen. Dasselbe könnte ich auch auf der Seite machen. Also das geht sowohl als auch. So, mal sehen, habe ich sie nicht richtig gewonnen? Nein. Ich kann die genau einmal drehen. So. So. Jetzt aber. Jetzt sehe ich. Hammer nicht. Doch. Hammer. Hammer. So, und zwar klopfe ich jetzt. Zack. 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 Das sieht auch gut aus, das sieht da hinten gut aus. Geile Nummer. Gefällt mir, ehrlich. Schöne Arbeitsfläche, kann ich schön rumsaugen, wenn mal was daneben kleckert. Saugen kann ich da drauf. Top, gefällt mir. Das ist schön. Das muss ich hier noch schneiden, das wusste ich aber. Habe ich gleich ein paar mehr geholt. Ja, gut, dann werde ich jetzt das mal umklappen. Hier noch mal ein bisschen saugen. Und ansonsten schickes Ding. Ja, also ein Herz. Gefällt mir. Ja. So. Ja, einmal der Hausarbeit nochmal nachkommen. Das nützt ja nichts. Zumindest hat man das dann hier alles sauber. Klar, ich kann den. So. Attacke. Ich könnte natürlich auch fegen, nur das Problem ist, beim Fegen, da staubt. Der ganze Staub, der sammelt sich hier drin und das ist ja nicht das, was ich möchte. Deswegen sauge ich. Nur mal so als groben Hintergedanken.
Boden leer machen, der ist wieder voll. Ja, Staub im Staubsauger, groben Staub, das mucke nicht. So, bis gleich. So Leute, genau so habe ich mir das vorgestellt. Drei Reihen, Abschluss bis hier vorne, passt. Weiter braucht das gar nicht. Richtig schön. Da kann man auch mal rumsauen. Wie gesagt, hier muss ich jetzt nochmal ausschneiden. Dann muss ich mal gucken, ob ich denn bis hier so gehe oder bis hier zum Tisch ran. Das weiß ich noch nicht. Da muss ich mal schauen. Ich glaube, ich werde hier bis zum Tisch rangehen, bis zum Tischbein. Ja. Und dann muss ich halt eben hier diese kleine Ritze nochmal machen. Aber das ist ja nichts Weltbewegendes. Nichts, was einen aus dem Kurs schmeißt. Ja, wenn die Seite denn durch ist, dann kann ich mich da drüben mal ranwagen. Und mal sehen, wie das denn da aussieht. Ne? Alles klar, das ist auf jeden Fall erstmal das. So, die muss ich jetzt einmal sägen. Die soll hier rein. Und dann geht das gleich weiter. So, ich habe mir jetzt mal Werkzeug geholt, meine Maschine. Ich werde jetzt einmal ausmessen und dann geht es gleich los mit dem Sägen. So, einmal Zollstock. Einmal hier, Zollstock. Los, da haben wir Bleier. Da ist der Bleier. Los, da haben wir Bleier. So. Schauen wir mal. So, einmal. Ich messe. 1,20. Das ist doch. 1,20 ist doch ganz gut. So, folgendes, da ja nur ein Fehler ist, darauf achten, dass auch die richtige Seite geschnitten wird. Ist sie gut? Hier oben ist die Feder. Die Feder soll ja in den anderen damit rein. Und auf die Rückseite. So. Einmal 1,20. Ich messe. Ich messe. Wie gut wie ne? Hey, nee, guck mal. Tu das nur? Das ist so rumoxidiert? Oha. Eckhart. Wenne, ich glaube, die Russen sind da. Kannst du mal in den Keller gehen und mal gucken? Meine Frau ist nicht da. Ich kann das nicht schon wieder so wollen. So, die Explosion letztens auf der Baustelle. Da hat er eine voll eine Schüssel. Voll die Tee. So, das war das. Und die Sock kloppen. So, gib mir wohl Betankt. So, gib mir Betankt hier. Da einmal Lenzchen, damit wir dann die Schmitzkante haben. Also so. Da muss ich einfach weiß, wie ich mein Auge so lang soll. Nee, nicht, dass ich denn hier darüber eier. Das wollen wir ja nicht. Also, glaube ich. Alter. Wie das hat krumm oder ich hab anders gemessen. Na, das täuscht. Das sieht gut aus. Du hast den ersten Eindruck. Der zweite ist viel schlimmer. So. Kinders. So, jetzt wollen wir hier das Gerät scharf machen. Ich habe auch eine Kreuzsäge mitgenommen, aber ich habe mir den Ding hier mit den Stichsägen gut brettern. Ja, habe ich mir so gedacht. So, Holz, haben wir hier Holz. Hallo? Das sieht so geil aus. Da kann man auch rein. So. Ja, dann nehmen wir den einmal. Ich knack mit dem hier mal so. So. Ja. Oh, alles Hightech hier. Bisschen mit aufdrehen. Das ist ja mit Kindersicherung. Also,
Erwachsene Kindersicherung. So. Mit Führungsstrich. Passt. Super. So mal grob angesetzt und das sieht gut aus. So, Handschuhe an. Und dann wollen wir gleich mal ein Lenkbrezel. Ganz richtig, hier. Aber Klo wegen Sicherheit. Ne? Weil da fliegen wir auch Spinnen. Sicherheit geht vor. So, weiter. Das ist doch gut. Cool. Habe ich doch gesagt. Hast du mal das Ding. So. Brille ab. Kiste Borsoli. Den Kollegen mal wieder hinstellen hier. Wir können nicht so viel sein. Ne? Dass er so ein feiner Krieger ist. Ein Stück kann ich nachher für Dorf verwenden. So, ich mache euch erstmal wieder auf die Badeschleife. Geht gleich weiter. So, liebe Leute, Tante Yugi ist auch da. Da können wir mal gucken hier. Da ist er den Kichern gehört. Da sind die Beine. Das ist der Unterkörper. Ich weiß ja nicht, ob er aufs Bild möchte. Deswegen, ich habe kein hundertprozentiges Okay. Deswegen kriegt ihr nur seine Beine erstmal. Da ist der Kinder am Säugenvogel. Ich kann ihn gleich nochmal von hinten zeigen. Aber hier ist der dicke Bauern-Porsche von dem Neumünsteraner Bengel. Wie ihr seht, muss ich einen Radwechsel machen. Hier, Kompressor. Und mal gucken, ob wir hier noch irgendwas durchschneiden können. Das wäre doch mal was. Ne? Ich glaube, der ist über. Oder meint ihr nicht auch? Da könnte man noch so ein bisschen... Hey, guckt schon. Ja. Nee, also wie gesagt, Aktion. Winterreifen runter, Sommerreifen rauf. Den dicken Audi pushen. Er hat sie bei mir eingelagert. Ich habe ihm das angeboten, ich habe den Platz und daher alles kein Ding, aber trotz dass wir hier Corinna haben, seht ihr hier einmal den dicken von hinten, sexy Arsch, halten wir hier 6 Meter Abstand, weil das ist jetzt das erste Mal, dass ich endlich mal wieder einen beknackten Menschen treffe und das Schlimme ist, wir können noch nicht mal Moped fahren. Eigentlich ist Jürgen ein dicker, fetter, guter Moped-Kumpel von mir. Also wir gehen echt durch süß und sauer, weil dick und dünn sind wir schon. Ja, so viel denn dazu, ne? Moped fahren erstmal verschoben. So, wenn er die Puschen drauf hat, dann sehen wir uns mal weiter. Mal sehen, ob er das hier hinkriegt. So, Leute, da hat er jetzt seine dicken Puschen drauf. Das sieht auch schnicke aus. Richtig schön hochgelegt, die Karre. Ja, das Stützrad wissen wir nicht, wo wir das jetzt hinpacken. Da haben wir erstmal H-Rest drauf geschrieben. Also, das passt. Das sieht auch ganz gut aus. Das sind seine dicken Puschen hier. Das ist so eine richtige Zuhälterkarre, das muss ich euch mal sagen. So, liebe Leute, ich habe jetzt hier einmal die zweite Seite frei gemacht. So sieht das Ganze aus. Da will ich jetzt die anderen Platten hinlegen. Da
das ist das nächste Schätzchen, was ich denn hier mal bearbeiten will. Und zwar ist das eine Suzuki, eine 250 Kubik. Die will ich demnächst mal, oder da will ich demnächst mal beigehen. Und zwar will ich denn die zum Scrambler umbauen. Ja, hab sie jetzt schon bei Jährchen. Muss alles neu, alles mal komplett auseinanderflattern und dann mal gucken. Auf jeden Fall, das ist jetzt die zweite Seite. Mach mich jetzt da mal ran. Und dann schauen wir mal weiter. Ne? Alles klar. So Leute, Sonne ist raus. Yogi ist weg. Seine Sommerreifen sind drauf. Winterreifen sind wieder bei mir eingelagert. Druckluftkompressorschlauch habe ich mir einen größeren gekauft. Funktioniert auch einwandfrei. Was will man mehr? So, zwischendurch, das ist jetzt das Ergebnis. Schon mal ein bisschen mit Holz. Da hinten in der Ecke, da wo jetzt der Stuhl steht und so, das wird noch zugemacht mit USB-Platten. Soweit war ich noch nicht. Wie gesagt, ich habe sie jetzt seit einem Jahr hier. Das ist die andere Seite. Hier fehlt mir noch eine. Das wusste ich aber. Also von daher hier noch eine ganze. Da noch zwei. Und dann ist das geschlossen. Dann sieht das gut aus. Dann gefällt mir das ein bisschen besser. Dann kann man hier auch mal rumsauen. So, ich werde jetzt grob aufräumen. Mopeds wieder rein, Auto rein und dann ist erstmal für heute Feierabend. Alles klar, ich zeige euch das gleich nochmal, wenn es denn aufgeräumt ist. Ja, Ladies and Gentlemen, so sieht das Ganze aus. So, mal die Kamera kleiner machen. So, Dicke steht wieder drin. Da hinten ist das andere. Können wir mal von der Seite machen. Sieht auch gleich ein bisschen schier aus. Ich finde, das passt. Ne? Das ist doch gut. Siehst du, das war das. Da hinten dann nochmal. Hier die Seiten. Alles klar. Einen schönen Samstag wünsche ich euch auf jeden Fall noch. Bis zum nächsten Mal. Erstmal Tschüssikowski.